Vorfeld schon recherchiert. Man kann sogar auf wikipedia.de schon nachlesen, dass sie vor einiger Zeit eine Kreuzbandverletzung hatten. Wie war so der Hergang? Wie ist das passiert? Wo ist das passiert? Also wir waren dann mit der Nationalmannschaft gerade beim Agave Cup. Es war dann am 11. März, ist mir im Training oder habe ich eine blöde Gegenbewegung gemacht, bin dann mit dem Knie weggeknickt und dann habe ich es auch schon knacksen hören und dann war es mir eigentlich schon bewusst, dass irgendwas Schlimmeres passiert ist und dann haben wir ein paar Stunden später die MRT-Bilder bekommen und dann die Diagnose, dass ich mir das Kreuzband gerissen habe. Und wie sind Sie dann hier in der VfB-Reha-Welt gelandet? Also ich komme ja ursprünglich von Stuttgart, also meine Eltern wohnen noch hier und war auch schon früher, als ich noch bei den Jungs gespielt habe, schon zweimal hier, als ich kleinere Verletzungen hatte und ja, ich habe mich halt immer hier super wohl gefühlt und dann war es für mich auch in erster Linie sehr wichtig, dass ich dann meine Familie noch habe, die mich dann auch voll und ganz unterstützen und ich wusste, dass hier ein tolles Umfeld ist und hier optimale Bedingungen sind und ich so dann am besten oder am schnellstmöglich fit werden kann. Das heißt, aktuell sind Sie jeden Tag auch hier? Ja, genau. Also im Moment bin ich sogar zweimal am Tag hier oder zweimal am Tag Training und zweimal am Tag Behandlung. Jeden Tag oder außer sonntags. Also samstags also auch, samstags aber dann nur einmal am Tag. Genau, aber Sonntag ist dann ein Feiertag. Und aktuell kann man schon gar nicht mehr erkennen, welches Knie operiert worden ist? Ja, also ich muss sagen, ich bin bis jetzt sehr, sehr zufrieden. Also es läuft alles super und ich denke mal, ich bin voll im Plan und auch die ganzen anderen Leute, die mit mir zusammenarbeiten, sind auch total zufrieden. Was ist Ihnen wichtig bei den Therapeuten, die Sie hier behandeln? Was wünschen Sie sich vor allen Dingen von Ihren Therapeuten hier als Sportlerin? Ja, in erster Linie, dass man sich hier wohlfühlt und das ist auf jeden Fall der Fall. Und ja, dass man einfach hier gut und professionell arbeiten kann, dass man auch über seine Grenzen geht und ja, ein bisschen Spaß mit auch dabei sein. Und das trifft es natürlich auch hier, aber man muss auch dann in gewissen Situationen wissen, wann es ernst ist und wann man dann hart arbeiten muss. Was ist so Ihr nächstes eigenes Ziel mit Ihrem Knie? Was ist so der nächste Meilenstein, den Sie sich hier mit den Therapeuten zusammen vorgenommen haben? Ja, also genaue Ziele habe ich mir jetzt nicht gesteckt, weil ich denke, dass da auch viele Faktoren dann eine Rolle spielen, dass auch immer andere Sachen noch dazukommen können. Aber ja, ich denke einfach, dass ich dann so schnell wie möglich dann wieder fit werde und ja, meine alten Leistungen wieder anknüpfen kann. Ja. Dann will ich Sie mal nicht weiter zu weiteren Überstunden hier verleiten. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Und wünsche Ihnen alles Gute. Gute Besserung. Dankeschön. Ja, danke.